25.08.2013, der Filvo ist in Ennepetal. Heute geht es rund um Ennepetal, ein Kurs von 56 Kilometern, unterteilt in 5 Etappen. Man hat also die Wahl, einzelne Etappen zu laufen, mehrere oder halt auch komplett. Und natürlich nicht nur laufen, das ist ein Wandertag ursprünglich. Die Wanderer sind schon unterwegs, die Walker auch und wir Läufer sind die Letzten, die zum Start gefahren werden gleich. Das wird ja alles mit Pendelbüsschen erledigt zu den Etappenpunkten. Schauen wir mal, was hier so zu sehen ist. Ja, schön was los. Dass sie auch eine zusätzliche Orientierung haben. Ne? Ein Kilometer, ein Berg, ein Trail und einmal fast verlaufen. Das fängt gut an, der Videoclip. Wolfgang, du bist gleich der Letzte. Das ist hier schon Block 13 in Dortmund gestanden. Und noch so geschickt erlebt, das wird schwer. Hier so die Pflasterscheine, die Busse flogen. Also, ich guck's ganz auf mit dem Leben auf der anderen Seite. Nee, aber ich hab die ganze Zeit jetzt abgegeben. Oder vor 2 Jahren, wie gesagt, ja. Es gibt zwar eine flachere Variante, die auch noch kürzer ist, aber wenn die sich schon die Mühe machen, hier Treppen reinzubauen, dann gehen wir die auch. Auf der ersten Etappe kann man noch ein bisschen übermütig sein, hat man wenigstens nachher einen Vorwand, warum man nachgelassen hat. Wenn das nicht die Kirche ist, die wir gerade noch über uns gesehen haben. Ja, das ist richtig. Ja, ja, der Eindruck bestätigt sich, die Gegend ist nicht ganz flach. Bisschen Straße, viel Naturweg und einiges am Trail. Erste Etappe haben wir geschafft und ich durfte mir schon in den Gesprächen mit anhören die verschiedensten Horrorgeschichten über die dritte und die fünfte Etappe. Das heißt, das kann ganz heißer Tanz werden heute, aber macht Laune. Ja, so war das. Hoppala, hopp. Gut, ist auch jetzt nicht mein. Das muss man aber ja auch. Aber. Vielleicht.
geworden. Du bist oben am Wegrad angelangt. Ich muss hier auch nur noch sehen, weil wir haben 1-0. So, jetzt haben wir auch noch ein paar Wanderer aufgegabelt. Jetzt wird es richtig voll. Zweite Etappenpunkt. Zweite Etappe war etwas einfacher, weniger wellig. Dafür kommen jetzt anscheinend ein paar Berge mehr. Mal sehen, was der dritte Abschnitt bietet. Birkensberger Seite jetzt ab Richtung Hagen, Hagenhausburg runter. Und was verpasst ist denn der Weg? Also wir sind immer noch. Ja, wir laufen. Wenn der Pizza statt Platz geht, ist vielleicht die ganze Zeit. Das war sozusagen die Halbzeitnachricht. Wir haben jetzt 29 hinter uns. Vor mir Markus Flick. Das ist der Mann, der sich auskennt. Wer vor dem läuft, läuft auf eigene Gefahr. Wer hinter ihm läuft, muss aufpassen, dass er mithalten kann. Es geht immer noch locker, flockig voran. Und diese Etappe ist in der Tat deutlich bergiger als die letzte. Aber jetzt wieder so ein wunderschöner Trail. Ist doch herrlich. Im Januar. Wenn ich früh im Januar... Und es geht wieder rauf. Wer hier mit dem Markus nicht mithalten kann, ist auch kein Problem. Die Strecke ist mit einem Symbol markiert. Das ist also ein fester Wanderweg. Ist also gut zu verfolgen. Und es gibt einen Schlussläufer. Es kann, gibt also im Prinzip dann, können sich ja zwei Gruppen ergeben. Ecke. Deshalb gibt es für die, die so müde sind, dazu nur auf den Boden gucken können. Gott sei Dank hier auch nochmal eine Markierung, dass hier keiner abhanden kommt. So, 35 Kilometer. Beim Marathon kommt ja der Mann mit dem Hammer. Hier kommt der dritte Verpflegungspunkt. Die dritte Teilstrecke. Grün, naja, grüner Bereich. So lala. Müdigkeit macht sich langsam bemerkbar. Mal gucken, wie lange ich es noch schaffe, in der Spitzengruppe mitzuhalten. Aber wie gesagt, Angst haben, mich zu verlaufen, habe ich hier nicht. Ich finde mich auf jeden Fall zurecht. Jetzt... Es kann nur schlimmer werden, habe ich gehört. Jetzt kommt noch ein langer Anstieg. Ach, schauen wir mal. Komm, ich halte die Kamera und film auf dich.
breiten Kopf. Nee, also so sehe ich nach 35 Kilometern rund um Ennepetal aus. Also könnt ihr jetzt selbst entscheiden, ob das schlimm ist oder nicht. Rennstein nächste Woche. Ja, genau. Mit Rennsteig meint er natürlich Rennsteig nonstop. Nicht die 73 da im Frühjahr, sondern die 100, knapp 170, die jetzt nächstes Wochenende am Block dann laufen. Das ist übrigens das Symbol, dem wir folgen. Gehen. Ablaufen. Dann noch ein bisschen aufpassen, konzentriert bleiben. Genau, ein bisschen vorsichtig. Das macht man Spagat. Geht jetzt durch, genau, geht jetzt manchmal ein bisschen matschig durch den Wald runter, aber ich denke, jetzt können wir schön 1,5 Kilometer mal locker. Abgraben. Übersetzung: Schweinsgalopp. Nee, das ist noch nicht das Ziel. Das ist ein anderer Stausee. Boah, Talsperre. Ich zieh immer raus, genau. Ich stecke ihn rein, schalte die Uhr an. Und dann manchmal dauert es 5 Minuten, manchmal. Die anspruchsvolle Strecke und das flotte Tempo fordern ihren Tribut. So war ich doch zu müde, um mir am vierten Punkt Kontrollmärkchen zu nehmen. Das heißt, hier muss der fotografische Beweis hier halten, dass ich tatsächlich hier nur mitgelaufen bin. Kilometer und ich sehe nur Berg, Berg, Berg. Und jetzt kommt die Sonne noch raus. 50 Kilometer sind passiert. Mein Abstand zur Spitzengruppe wächst dramatisch. Ich muss jetzt meine Kraft ein bisschen vorsichtiger einteilen. Wie man am Panorama sieht, gab es inzwischen wieder einen Berg. Und wir bleiben nicht lange in der Sonne, es geht gleich wieder auf den Waldweg. Nicht verwechseln, das ist die Fahrtrichtung, die Laufrichtung ist hier. Ganz wichtig, auf die richtigen Schilder achten, nicht auf die größten. Hurra, da ist sie wieder. Da ist unser Ziel.
7,5 Stunden reiner Laufspaß bei rund um Ennepetal. So, dann sind wir wieder im Bus. Der Abstand zur Spitzengruppe war dann doch nicht ganz so groß, Gott sei Dank. Haben uns noch tapfer gehalten. Und jetzt geht's zurück zum Sportplatz. Perfektes Timing. Kaum, dass der Bus uns sicher zurückgebracht hat, fing es an zu tröpfeln. Jetzt habe ich es gerade ins Auto geschafft, bevor es richtig losgeht. Da haben wir richtig Schwein gehabt. Jetzt ist auch klar, warum der Markus seinen Zeitplan so streng durchgesetzt hat. Top Organisation, Top Strecke, super Spaß gemacht.